Ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Erntekrone bekommen haben vom Landvolk hier in Vechta. Und das ist das erste Mal, dass wir die Erntekrone hier bekommen haben, zumindest in der Zeit, wo ich hier bin, also mittlerweile seit auch 17 Jahren. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen auch der Verbundenheit zwischen der Landwirtschaft hier im Landkreis und dem Landkreis als solchen, weil wir für viele Dinge auch zuständig sind, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und es geht einfach darum, auch die Verbundenheit zu zeigen für ein gutes Miteinander. Ja, die Getreideernte ist ja schon abgeschlossen. Wir hoffen in der Regel, dass das Stoppelmarkt abgeschlossen ist. Hat dies ja nicht ganz geklappt, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat. Aber wir haben insgesamt eine durchwachsene Ernte. Im Bereich Weizen haben wir zugelegt, im Bereich Wintergerste auch. Aber beim Raps sind wir etwas enttäuscht worden. Da hat das Wetter wohl nicht so gut gepasst. Teilweise waren es Fraßschäden durch Tauben, die den Ertrag gemindert haben. Aber in den meisten Fällen sind wir zufrieden. Wo wir jetzt dabei sind, Kartoffeln werden aus dem Boden gerodet. Da sieht es bislang nach ganz guten Qualitäten aus und Erträge auch mittelmäßig. Insofern sind wir da ganz hoffnungsvoll. Und der Mais hat durch die Witterung, ja, sagen wir mal 14 Tage Verzögerung in der Abreife erzielt. Aber jetzt fängt er an. Und da bitte ich jetzt auch schon mal ein bisschen die Autofahrer um Verständnis, dass eben große Erntefahrzeuge unterwegs sind. Und manchmal, wenn man von einem nassen Acker kommt, lassen sich auch gewisse Erdanhaftungen nicht vermeiden. Und dann kann es schon mal auf die Straße kommen. Also ein bisschen Vorsicht und Verständnis. Wir bemühen uns natürlich, so gut wie möglich zu arbeiten. Aber das ist eben Landwirtschaft, da kann man nicht alles voraussehen.